Startwagen setzt sich immer schneller in Bewegung, wird den Start in wenigen Augenblicken freigeben. Fehler der Nummer 2, Comet de la Noé. Das ist das gültige Startzeichen und Dalcuore übernimmt sofort die Spitze. Mit der Nummer 8 gestartet, hat Dalcuore sich sofort die Spitze gesichert vor Adagio di Marza. Dann innen Amour d'été, Gazelle d'Axel an vierter Position. Außen versucht Apollo Sun nicht mit der Nase im Wind stecken zu bleiben, geht aber dritte oder sogar dreieinhalbte Spur. Kann sich jetzt auf zweite Spur verbessern. Wegübergang mit Dalcuore in Front. Und wenn er so geht, dann wird es für seine Gegner nicht einfach werden. Das wage ich zu prophezeien. Denn der macht jetzt da vorne richtig Dampf, Adrian Burger. Der Einzige, der halbwegs folgen kann, ist Adagio di Marza und Renaud Pujol. Dann an der Innenkante Evelyn Hirt mit Amour d'été. Auf dem Vormarsch Apollo Sun mit Daniel Drüter, innen Ursula Herren in Grau und Schwarz mit Bugi Danover. Im Rücken von Daniel Drüter ist es José Dave mit der Nummer 6, Gazelle d'Axel, die in der Regel einen starken Endspurt hat. In dessen Rücken ist es Classical Love und Sandra Monier in Weiß mit der roten Kappe und die Nummer 10, Buxus Galland und Walter Langhardt innen an zweitletzter Position und die Nummer 2, Gomet de la Noé. Philippe Besson hinter dem Feld, ich nehme mal an, disqualifiziert. So geht es durch den zweitletzten Bogen mit Dalcuore und Adrian Burger in Front. Das Feld hat wieder etwas zusammengeschlossen. Auf zweiter Position lauert Adagio di Marza. Das sind die Rennen, die er liebt, wenn er einen vor sich hat, den dann folgen kann bis etwa 150 Meter, 200 Meter vor dem Ziel. An dritter Position versucht Amour d'été den Anschluss zu halten, dann folgt außen die Nummer 7, das ist Apollo Sun, in dessen Rücken Gazelle d'Axel und José Dave ist jetzt nicht mehr in dessen Rücken, denn der greift jetzt an. José Dave hat gemerkt, wenn er die vorne zu weit wegziehen lässt, dann wird das gefährlich und er geht jetzt an dritte Position. Vorne ist aber unverändert Dalcuore und der sieht richtig stark aus. Dalcuore in Front. Ebenfalls unterwegs verloren oder schon in der Anfangsphase haben wir verloren, Bas Graal. Vorne unverändert Dalcuore. Dalcuore mit Adagio di Marza. Gazelle d'Axel versucht den Anschluss herzustellen. Beim Wegübergang, was jetzt auch gelingt, Gazelle d'Axel ist mit dabei. Vorne aber Dalcuore. Dalcuore hat noch etwa 350 Meter. Dalcuore zieht jetzt wieder weg. Gazelle d'Axel kommt nicht recht weiter. Adagio di Marza ist da und ganz außen versucht, auch Classical Love jetzt anzugreifen. Aber Dalcuore noch 250 Meter. Dalcuore ist überlegen hier, hoch überlegen. Adrian Burger schaut sich um, aber da kommt niemand mehr. Er muss eigentlich nur schauen, dass sein Pferd im Trab bleibt. Die letzten 100 Meter jetzt noch für Dalcuore mit Adagio di Marza. Dalcuore gewinnt vor Adagio di Marza oder außen noch der Nummer 3. Classical Love, der immer schneller wird, aber Adagio di Marza rettet den zweiten Platz ins Ziel. Dritte dann Classical Love, dann folgt Bugi Danover, Gazelle d'Axel, die nicht ganz durchgezogen hat und der aufgelöste Rest. Das klasse Pferd im Feld hat es also tatsächlich geschafft, hat erstmals in dieser Saison ein Rennen gewonnen beim erst vierten Start, aber wie er gewonnen hat, er hatte auch eine Nennung noch bis zum Schluss für das Hauptereignis der Traber heute, hat sich dann für dieses einfachere Rennen entschieden und überlegen gewonnen. Hier der provisorische und unbestätigte Einlauf in diesem zweiten Rennenpreis der Stadt Frauenfeld und der Bürgergemeinde Frauenfeld. Es gewinnt die Nummer 8, Dalcuore mit Adrian Burger. Auf dem zweiten Platz die Nummer 4, Adagio di Marza, Renaud Pujol und dritter die 3, Classical Love und Sandra Monier. Vierte die 9, Bugi Danover, Ursula Herren, fünfte die 6, Gazelle d'Axel, José Dave. Und sechster die 2, Gomet de la Noé und Philippe Besson, der offenbar nicht disqualifiziert wurde. 8, 4, 3, 9, 6 und die 2. Voici l'arrivée provisoire dans la deuxième course. Gagnant le 8, Dalcuore, Adrian Burger. Deuxième, le 4,